Servus Leute, ja, heute ist endlich Elaine Rabenherz von Jessica Burnett bei mir angekommen. Und ihr mögt euch fragen, wie will er jetzt eine Rezension über das Buch machen? Ja, das ist ja schon Ende letzter Woche erschienen und ich habe gehofft, ich musste des letzten Freitag beginnen zu lesen. Und da die Deutsche Post mich ein bisschen im Stich gelassen hat und das Paket leider Gottes erst heute am Dienstag angekommen ist, sah ich mich gezwungen, mir eben das E-Book zu holen und das E-Book dann am Wochenende zu lesen. Weil ich wollte nicht länger warten. Ich wollte dieses Buch lesen. Ja, jetzt habe ich das Buch und das ist auch eine, wie ihr seht, signierte Ausgabe. Denn wenn ihr beim Sternensand Verlag direkt bestellt, ziemlich am Beginn, wenn die Bücher neu rauskommen, dann könntet ihr auch mit einer persönlichen Signatur vom Autor oder von der Autorin bekommen. Ja, und dann gibt es auch noch coole Goodies dazu, wie hier so kleine Grußkarte vom Sternensand Verlag und eine Postkarte mit dem Elaine Cover drauf und natürlich ein cooles Lesezeichen. Ja, dann gibt es noch ein anderes Lesezeichen von Fanny Bechert von Elestra. Ja, auch wunderschönes Cover. Und es gibt ein kleines Poster noch dazu. Schaut euch mal dieses wunderschöne, coole Poster mit diesem wunderschönen Cover an. Hammer, oder? Also, mir taucht es. Schaut euch mal das Cover an, Mann, ey. Im selben Stil wie das hier, der erste Teil von Elaine Rabenkind ist es hier. In blau und schwarz gehalten. Und das ist hier in rot und schwarz gehalten. Und schaut, das Buch ist auch noch ein kleines bisschen dicker geworden. Kann man das erkennen? Wahnsinn. Ja, ich lese euch mal den Klappentext vor. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt, dann hört mal weg. Ganz kurz. Ja, so viel spoilert's nicht. Welche Möglichkeit bleibt dir, wenn eine Prophezeiung dein ganzes Leben überschattet? Du suchst einen Weg, Licht zu finden. Elaine von Corbenic führt dieser Weg nach Camelot, zur legendären Festung von König Artus. Hier muss sie erkennen, dass ihr Herz noch immer an jenen Mann gebunden ist, der es einst zerbrach. Und dass nicht nur ihr eigenes Leben im Schatten einer finsteren Weissagung steht. Ja, viel spoilert's nicht. Um was geht's eigentlich in Elaine von Corbenic? Ja, wie der Name von Elaine von Corbenic eben schon sagt. Um Elaine von Corbenic. Ja. falls ihr euch ein bisschen mit der Artus-Sage schon auseinandergesetzt habt, da gibt es einen Ritter, er wird so bezeichnet als der edelste aller edlen Ritter. Wie sagt man, ein tugendhafter, mutiger Held und so edle Ritter. Der Ritter Galahad. Die Mutter von diesem Ritter Galahad ist nun mal Elaine von Corbenic. Also in der bekannten Artus-Sage. Ob das jetzt hier der Fall ist, da müsst ihr schon den ersten Teil lesen. Aber es geht auf jeden Fall um eine Weissagung. Diese Weissagung hat
die Mutter von Elaine von Korbenik getroffen, bevor diese gestorben ist. Logisch, ne? Und die besagt, diese Weissagung besagt, dass Elaine ja, was ganz Besonderes passiert und wie auch immer. Ne? Und ihr Vater treibt es hier in dem ersten Teil voran, sodass sich diese Weissagung ja, bewahrheitet, oder er gibt jedenfalls einen gewaltigen Schubs in die richtige Richtung. So. Tja, Elaine Rabenkind, das behandelt so die Jugend von Elaine von Korbenik, eben auf diesem Schloss, auf dieser Burg Korbenik. Und ja, in dem zweiten Teil, Elaine Rabenherz, geht es ja um den weiteren Lebensweg und auf ja, um eine Reise, denn Elaine fühlt sich in ihrer alten Heimat nicht mehr so wirklich wohl, fühlt sich von ihrem Vater betrogen und bricht dann auf, ja, um ihre Freiheit, um ihr Glück zu finden. Da hat sie noch ein paar Reisegefährten, ja, vielmehr zuerst zwei Reisegefährten, bis sie dann weiter reist und eben bei ihrem, ich glaube, Onkel ist er. Das ist nämlich ihr Vater, König Pelles. Ja, und da gibt es ja in diesem frühen Britannien gibt es viele solche kleine Königreiche, und eben einer dieser Kleinkönige ist eben ihr Vater, und ihr Onkel, der ist auch so ein Kleinkönig, also man wird vielleicht Herzog oder Fürst heutzutage sagen, damals waren sie halt Könige. Ja, bei dem versucht, ja, sucht sie Hilfe, da passiert aber auch gleich schon wieder die tollsten Sachen, und sie, ja, sie und ihr Gefolge, sagen wir mal so, ja, denen ergeht es zuerst gar nicht so gut, und wie sie sich da rauswindet, das ist echt gar nicht so einfach. Tja, und dann geht es eben auf den weiteren Weg Richtung Camelot. Und tja, sie hat ja sich das Herz brechen lassen von jemandem, an dem sie ja ihr Herz verloren hatte im ersten Teil. Und ja, der befindet sich höchstwahrscheinlich in Camelot. Und da begibt sie sich eben hin, um festzustellen, dass er nicht da ist. Ja, wie es dann genau weitergeht und was dann alles für coole Sachen und schreckliche, lustige, schöne, romantische, spannende Dinge passieren auf dem Weg, während und dort und überhaupt, ja, das erfahrt er natürlich, wenn er das Buch liest. Wie hat mir das Buch jetzt gefallen? Ich muss schon sagen, also der erste Teil war, ich möchte fast sagen, mein absolutes Lese-Highlight aus dem Jahr 2018. Das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum ich mich so sehr auf dieses Buch gefreut habe. Und ich habe der Jessica Burnett so dermaßen die Daumen gedrückt, dass mir das Buch auch wieder so sehr gefällt, wie mir eben Elaine Rabenkind gefallen hat. Und ich muss ehrlich sagen, nö,
sie hat mich nicht enttäuscht. Im Gegenteil, ich war fast noch ein bisschen mehr geflasht. Ja, ist vielleicht auch der falsche Ausdruck. Was mir unheimlich beim ersten Teil schon extrem krass aufgefallen ist, ist diese wundervolle Sprache, diese Spracheloquenz und Spracheleganz, die fällt dir einfach auf. Also mir ist es sehr, sehr deutlich geworden, als ich jetzt den zweiten Teil wieder gelesen habe. Da ist nichts gestelzt. Wisst ihr, man kann ja bestimmte Ausdrucksweisen so ein bisschen so tüdelhü und ein bisschen übertreiben und so gestelzte so. Aber das ist gar nicht. Das ist ganz smooth und eine wunderschöne Ausdrucksweise, auch mit immer wieder mit ein bisschen Humor dabei und also also ohne Witz, das sind unglaublich tolle Charaktere drin dabei, die man kennenlernt und lieben lernt. Einige Ritter der Tafelrunde, die einfach nur der Knaller sind. Ich so coole Typen, ja. Also ganz besondere Charaktere, die man da kennenlernt und die mit wenigen Worten ganz toll und deutlich beschrieben sind, so wisst ihr, du kommst dir, wenn du das liest, du meinst, du läufst diese Gänge in dieser Burg in Camelot durch die Gegend. Du denkst, du hörst, wie der Vorhang zur Seite gezogen wird, wie die Treppen raufgeht in den Turm, so wie sie draußen im Wald irgendwo unterwegs sind. Du meinst förmlich den Waldgeruch zu riechen. Im Dorf bei Camelot, da gibt es ja eben ein Dorf nebendran und du siehst es vor dir. So, das ist, und das mit ganz wenigen eleganten Worten, und das ist schon großes Kino, würde ich fast sagen. Die Story ist richtig stark. Das sind oftmals denke ich, und ich habe das fast ein bisschen befürchtet in so diesem zweiten Teil, als es so hieß, es wird in Richtung Camelot gehen, dass dann irgendwelche erzwungenen Action und Abenteuer und oder so krasse, bisschen erzwungene, wie sagt man, Überraschungen und so passieren und Wendungen und so. Aber das ist so cool aufgebaut, mit so vielen Höhepunkten. ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Du hast so immer wieder so Höhepunkte, die dich mitreißen, und dann
diese Wendung und das passiert und da und Gutes wie Schlechtes, Spannendes, dass du, die dich ganz mitreißen und mitfiebern lassen. Und ja, da, aber nie irgendwie so künstlich übertrieben oder so, weißt du? Sondern alles richtig, ja, so 100% passend und 100% wohl dosierte Spannung, so dass diese Handlung dich mitzieht, wie Wahnsinn. Du bist die ganze Zeit dabei, willst immer jede Seite weiter wissen, was passiert. Oh Gott, und du fieberst so mit, du leidest so mit. Ja, nicht immer, es passieren jetzt nicht die, ne? Aber dir wächst diese Elaine von Korbenik so dermaßen ans Herz, und ich habe das ganze Buch von vorne bis hinten, glaube ich, so mit so einem leicht dämlichen Grinsen im Gesicht gelesen, weil ich so wisst ihr, so, ja, ich war einfach unglaublich zufrieden und froh beim Lesen. Für mich gibt es die höchste Punktzahl, die ich zu vergeben habe. Das sind meine 15 Punkte plus. Mehr geht nicht, sonst sonst, wenn ich da jetzt noch einen Schritt weiter gehen würde, dann müsste ich das over the top setzen, und ja, das passiert ja nicht ganz so oft, aber 15 Punkte plus, weil geil, und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, mit der Jessica Burnett über die Fortsetzung, über den dritten Teil sprechen zu können, denn ja, ich denke mal, die ist auch auf der Leipziger Buchmesse nächste Woche, und ich hoffe, da kann ich ein kleines Schwätzchen mit Jessica Burnett halten, und sie darf mich ruhig ein bisschen spoilern. Nee, doch, nee. Na, also, wir sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das ist die heftigste überhaupt, also die Reihe ist die heftigste Buchempfehlung, die ich, glaube ich, seit keine Ahnung, seit wann ich so eine heftige Buchempfehlung mal überhaupt rausgehauen habe. Also mich hat's zu 100% abgeholt, und ich bin mir sicher, euch wird's bestimmt gefallen. In diesem Sinne, lest Elaine Rabenkind und Rabenherz. Ciao.